Seekrauts. Hallo, Seekrauts-Freunde. Hier sind wir wieder mit der nächsten Flaschenpost zu den Themen aus unserer Szene. Gab ein paar Tage jetzt wenig zu berichten, aber dafür haben wir jetzt gleich so einen richtigen Schlag ins Kontor. Die Jombar ist auf unserem Live-Server erschienen. Sie ist jetzt für Kohle im Arsenal zu kaufen. 228.000 Kohle ist notwendig. Aber Wargaming hat ein Tabu gebrochen. Und zwar kann man dieses Schiff auch gegen Echtgeld kaufen. Nämlich im Store für aktuell 65,99 €. Und dann gibt es hier noch ein zweites Paket für über 120 €. Ich persönlich bin doch sehr überrascht und doch ziemlich enttäuscht davon, dass dieses Tabu jetzt gebrochen wurde. Wenn man vorher mit T8-Schiff schon das Gefühl hatte, alles klar, das ist das Ende der Fahnenstange oder wurde ja auch suggeriert oder versprochen. Und alle weiteren Tierstufen gibt es dann nur noch in-game für Leute, die eben Kohle oder Eisen erfahren haben, sozusagen als Belohnung für lange dabei sein, für eine hohe Werperstufe und viel Erfahrung im Spiel gesammelt, in dem Endgame sozusagen angekommen. Und ja, jetzt kann man diese Sache wieder umgehen, indem man halt im Store zugreifen kann, auch wenn es hier nur relativ kurz befristet ist, bis 23. November soll das möglich sein, dieses Schiff hier im Store zu holen. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, Achtung, eigene Meinung, denke oder hoffe, dass dieses Schiff so ähnlich laufen wird wie die Graf Zeppelin und dass man sie doch relativ schnell wieder aus dem Store entfernt und nicht bis 23. November wartet. Meiner Meinung nach ist das ein Fehler, den Wargaming hier macht. Ist aber rein meine Meinung und mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Aktuell habt ihr die Chance, solltet ihr die Kohle nicht haben, also die Ingame-Kohle, dann müsst ihr eben echte Kohle ausgeben, wenn ihr denn dieses Schiff unbedingt haben wollt. Es soll sehr präzise schießen, hat eine geile Flugabwehr, wurde mir bis jetzt berichtet von den Leuten aus dem Clan, die dieses Schiff schon haben. Gut, darüber hinaus gab es dann Supertest-Informationen, die habe ich vorhin schnell für euch übersetzt. Ich habe heute während der Arbeit oder in der Pause keine Zeit gehabt und von daher gab es jetzt abends kompakt. Kommen wir gleich zur Wichita. Da wird der Katapultjäger durch ein Beobachtungsflugzeug ersetzt, was die gleichen Einstellungen hat wie die Cleveland. Und es soll die Möglichkeit geben, halt spezielle Upgrades zu installieren. Also es wird halt eben dann da legendäres Modul für geben. Das ist das, was ich daraus interpretiere. Dann der amerikanische Kreuzer bekommt auf den Hauptbatterien eine verkürzte Nachladezeit von 13 wird's runtergesetzt auf 12 Sekunden. Und das soll diese Schiffchen ein bisschen mehr Spielkomfort verpassen. Freue ich mich sehr drüber. Für mich war die Buffalo doch ein ganz schön krasser Unterschied zwischen dann eben dem darauffolgenden Schiff auf T10 und der Buffalo an sich. Das war schon, spielte sich schon komplett anders. So, und nach dem Nerf der Nachladezeit Hindenburg und Rohn haben sie jetzt sich dazu entschlossen, die Verbrauchsmaterialien für Reparaturmannschaft verändern, und zwar der Rohn und der Hindenburg einen leichten Buff zu geben, nämlich um jeweils eine Aufladung auf 3 beim Standardverbrauchsmaterial und auf 4 beim Premiumverbrauchsmaterial. Das heißt, habt ihr Inspekteur, habt ihr dann sogar 4 und 5. Also, das wird die durchschnittliche Lebensdauer natürlich erhöhen. Ich persönlich freue mich darüber und hier wird nochmal drunter geschrieben, am effizientesten ist es eben, diese Schiffe auf Distanz zu fahren und da möglicherweise mit HE-Granaten zu arbeiten, je nachdem, was man für Schiffe bekämpft. Also, ja, bin gespannt, wie das dann sich auswirkt, aber prinzipiell sehe ich dem natürlich entgegen. Ein Buff ist immer was Schönes. Ja, und dann gibt es die ersten Vorbereitungen für den Kreuzer Laso, das nächste Primo-Schiff aus dem sowjetischen Bereich. Und da werden jetzt erstmal die Initial Stats, also die ersten Werte hier festgelegt. Da ist die Nachladezeit der Hauptbatterie wurde erhöht, also auf 9 Sekunden. Das veränderte Verbrauchsmaterial, also Beobachtungsflugzeug, das wird jetzt auf 60 Sekunden reduziert. Die Abklingzeit wird verändert, die Anzahl der Ladungen wird verändert. Das sind schon mal so grundlegende Sachen, die jetzt erstmal eingestellt werden, bevor das Schiff überhaupt so richtig in den Test geht. Und dann kommen wir zum nächsten Schiff, die Kosek
Ich spare darauf hin mit den Guineas. Ihr habt bei uns ja auch immer wieder mal die Möglichkeit, Guineas zu gewinnen, um eure Coastic vielleicht schneller zu bekommen. Und die wird richtig gut gebufft, meiner Meinung nach. Ja, die Nachladezeit des Torpedowerfers wird einfach mal um 30 Sekunden verkürzt. Ihr könnt jetzt alle 66 Sekunden Torpedos ins Wasser werfen. Ihr habt zwar nur einen Werfer mit, ich denke, 5 Rohre, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Verhaftet mich jetzt nicht, wenn ich es falsch liege. Ich glaube, es sind 5 Rohre, die man einzeln abschießen kann. Und jetzt habt ihr eben 66 Sekunden Nachladezeit. Das ist quasi knapp eine Minute, ein bisschen mehr. Das erinnert schon sehr dann wieder an den deutschen DD. Die Rotationsgeschwindigkeit der Hauptbatterien, also die Drehgeschwindigkeit, wird erhöht, nämlich auf 20 Grad pro Sekunde. Das ist der absolute Hammer. Ich glaube, auf dieses Schiff freue ich mich jetzt schon richtig. Ist eine geile Lightning. Ja, dann kann ich die Lightning nämlich endlich, oder dann werde ich die Lightning wahrscheinlich sogar entsorgen, verkaufen, dafür Credits mir holen und die Coastic dann eben als mein T8 DD benutzen. Außerdem wurde der Wendekreis der Vanguard jetzt wirklich festgelegt und mit 850 Meter wird es eben veröffentlicht werden. Was 850 Meter ist für ein Schlachtschiff auf der Tierstufe gar nicht mal so schlecht. Also das haben manche Kreuzer. Von daher bin mal gespannt, wie das dann so wird. Das soll ja ein eher fluffiger Spielstil werden, also wie so eine Art ja, T10-Schlachtschiff der Briten. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ach, verdammt nochmal. Ich hab Hirnfrost, verdammt. Conqueror natürlich. Ja, da, wenn man da das legendäre Modul eingebaut hat, dann, ja, da hat man dann auch einen sehr, sehr flexiblen Spielstil. Man kann schnell Granaten ausweichen, indem man das Schiff spitzer anstellt oder man kann eben Schaden vermeiden. Und dazu wird die Vanguard offensichtlich auch so können. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt sind die japanischen Schiffe, die auch, ja, verändert werden. Und zwar werden viele Schiffe, hier stehen sie alle, Furutaka, Oba, Mogami, Ibuki, die Arp-Schiffe und so weiter, ja, gebufft. Sie erhalten eine erhöhte Genauigkeit und zwar ähnlich der Sau. Und ja, das sorgt dafür, dass man einen guten Schaden zurückbekommt pro Salve, obwohl die Schussfrequenz halt relativ niedrig ist. Das ist das Ziel. Die Rotationsgeschwindigkeit wird hier von 4 auf 5 Grad erhöht, das heißt, die Türme drehen sich schneller und bei der Ibuki wird die Nachladezeit verkürzt um ganze 1,3 Sekunden. Das ist sicherlich sehr, sehr doll spürbar im Gefecht. 13,7 Sekunden statt 15, das macht dann schon richtig Laune. Außerdem werden die japanischen Zerstörer erneut nochmal verändert. Sie hatten ja schon erst neulich was bekommen und jetzt ist hier ein erhöhter Schaden drin und zwar von 1800 auf 2150 Alpha Damage. Das sind 350 Punkte im Alpha Damage höher. Die HE Brandwahrscheinlichkeit wird auch erhöht, also das ganze Programm. Die Erhöhung des Schadens der Granaten ja, ermöglicht es, wenn ihr zum Beispiel gegen amerikanische Zerstörer fahrt, würdet jetzt den japanischen Kreuzer, DDs hier ermöglicht, dann diese Schiffe trotz alledem rauszunehmen, obwohl ihr eben eine langsamere Nachladezeit habt. Dafür macht ihr aber mehr Damage. Also ihr, das soll so ein bisschen diese Sache ausgleichen. Ihr habt weniger Schüsse, aber ihr macht deutlich mehr Schaden, wenn ihr euch im Feuerduell befindet. Und solange der Gegenüber schon mal eine leichte Beschädigung hatte, ist es eben so, dass man damit deutlich effizienter sein soll. So ist zumindest die Hoffnung. Der dritte Punkt wird dann wieder die Leute unter euch freuen, die gerne sekundär fahren und das halt regelmäßig ausnutzen. Gut, das sind natürlich jetzt in den meisten Fällen Schiffe, die eh nicht so eine große Sekundärreichweite haben. Bis auf Yamato, Musashi zum Beispiel, fällt mir hier sofort ins Auge. Und zwar werden viele AP-Granaten durch HE-Granaten ersetzt. Hier wird euch aufgeführt, welche Bewaffnung ersetzt wird und wie sich dann die Brandwahrscheinlichkeit und das Kaliber sich zusammensetzt. Also die Panzerungsdurchdringungswahrscheinlichkeit. Ne? Ihr wisst ja, deutsche Schiffe haben eben auch ein Viertel Pen, so wie die britischen Schiffe, nur dass der Standard-HE-Schaden verhältnismäßig geringer ist als bei den Briten. Deswegen machen die Briten eben so viel mehr Schaden, weil der Standard-Alpha-Schaden der E-Granaten schon auch viel höher ist. Aber für die Yamato und die Musashi wird der AP-Schaden eben, also die AP-Granate eben auch durch HE-Granaten ersetzt. Die 155mm Kanonen machen dann 2600 Damage. Also das ist schon eine ganz lustige und spannende Geschichte. Also das soll eben dafür sorgen, dass der Sekundärdurchschnittsschaden einfach ein bisschen konstanter bleibt. Wenn man sich für ein Sekundärbild entscheidet, dass man dann eben auch einen konstanteren Schaden erwarten kann, weil HE-Schaden halt immer da ist eigentlich, weil man damit keine Overpens machen kann, sondern sie halt immer irgendwie Schaden am Schiff machen, beim Aufschlammen explodieren oder ein bisschen dahinter, je nachdem, wie er, was dann man an Panzerung eben penetriert.
Ja, auf jeden Fall ist das das Ziel. Der nächste Punkt ist der Kreuzer Shikuma. Da wird ein bisschen was reduziert am Alpha-Damage. Die Feuergefahr wird reduziert und der Reload wird aber auch reduziert. Also das ist dann wieder ein Buff. Die anderen beiden Punkte sind eher ein Nerf. Und das soll den Kreuzer in Einklang mit den Pendants auf seiner Tierstufe mit der gleichen Bewaffnung bringen. Das ist eigentlich das, was man dazu sagen kann. Der nächste Punkt betrifft dann die viel diskutierte, in der Community viel diskutierte Spielmechanik, die sich da ändern sollte, wenn man mit AP-Granaten eben Torpedowülste trifft, Flakbewaffnung, Sekundärbatterien oder eben zerstörte Teile des Schiffes und man das Band Durchschlag, also Überpenetration erhalten hat, sollte man nach der neuen Mechanik 10% des Alpha-Schadens der Granaten erhalten und das wurde jetzt getestet in der ersten Runde auf dem Testserver und wurde für schlecht befunden, weil bestimmte Schiffe dadurch enorm viel mehr an Schaden nehmen sollten, als es eigentlich sein sollte. Und ja, man hat sich dazu entschlossen, diese ganze Geschichte auch nach dem Feedback der ganzen Tester und ja, Teilnehmer des Tests dann eben wieder zu ändern. Und das finde ich wirklich eine tolle Sache, dass sich Wargaming hier auch mal auf ein Testurteil, mal wieder auf ein Testurteil der Community verlässt und sagt, pass auf, das ist anscheinend nicht so optimal. Wir haben die Werte ausgelesen und müssen ganz einfach sagen, das Ziel, was wir damit haben, wird nicht erreicht, also kommt diese Mechanik auch nicht ins Spiel. Dafür gibt es einen Daumen von oben nach oben von mir. Das finde ich immer wieder toll, dass man da auch selbstkritisch genug in dem Bereich ist. Was sich aber nicht ändert, ist, dass der Torpedoschaden wieder überarbeitet wird oder wieder zurückgesetzt wird. Es gab Situationen, in denen man mit Torpedos, wenn man zerstörte Bereiche getroffen hat, auch in den Sachen Torpedowülsten, ja, wenn man den eben getroffen hat, dass man dann sogar gar keinen Schaden bekommen hat, obwohl der Torpedo getroffen hätte, ja, oder hat. In dem Fall soll das jetzt aber dann trotzdem so sein, dass man mindestens diese 10% des Torpedotreffers eben passiert, damit der DD-Fahrer auch trotz alledem auf dem zerstörten Bereich immer noch einen gewissen Schadenspunkte macht und nicht umsonst sein ganzes Leben riskiert hat. Und ja, das ist eigentlich das, was man dazu sagen kann. Ich persönlich finde die Änderung prinzipiell erstmal wieder gut, dass man ein bisschen zurückrudert und sagt, ey, ja, das war vielleicht zu viel des Guten, was wir da wollten. Wir prüfen weiter, aber erstmal wird diese Mechanik so nicht kommen. Punkt. Bin ich klasse. Nächster Punkt ist dann der öffentliche Test. Ihr habt ja eben schon vom öffentlichen Test erfahren. Jetzt kommen wir in die zweite Runde. Geht dann vom 8. November bis zum 12. November. Da wird dann quasi der Testserver nochmal freigeschaltet für viele. Und ihr könnt dann noch ein paar Veränderungen, sagen wir, die haben dann so ein Feintuning wieder betrieben, ein paar Sachen noch verändert, im Zwielichtgefecht, in der Gewitterfront und so weiter. Was halt als Feedback von der Community kam, ist jetzt in diese Version eingeflossen und jetzt kommt die Runde 2. Und ihr könnt wieder teilnehmen und euch Signalflaggen, Premium-Spielzeit, Tarnung und so weiter verdienen. Könnt ihr dann hier in dem Artikel, wenn ihr Interesse haben solltet, am Test teilzunehmen, jene Klienten runterladen und lesen, was es für Belohnungen gibt. Ihr seht ja, so eine Testarbeit kann sich durchaus lohnen und ihr erhaltet persönlich Live-Server-Content, also Premium-Spielzeit und so eine Sachen, bekommt ihr da als Gutschrift, wenn ihr daran teilnehmt und ihr könnt schon mal eine Vorschau riskieren, was mit dem nächsten Patch so auf den Live-Server kommen kann, zumindest ein Teil davon. So, und dann kommen wir zu den 3D-Modellen. Die Irian, der T8 Cruiser, ja, der Panasiaten, eigentlich ein Russe, der in den 60er Jahren ausgeliefert wurde oder übergeben wurde an Indonesien. Und ja, der findet jetzt den Weg ins Spiel. Panasische Torpedos kommen darauf, nämlich Tiefwassertorpedos mit aktuell, ich glaube, 13 Kilometer Reichweite, wenn ich mich ganz recht entsinne, also um die 13 Kilometer Reichweite. Und das Schiff soll Stand heute bei 13,7 Kilometer aufgehen. Ihr wisst, das ist ein T8-Schiff. Ihr könnt also schon Tarnungsmodul einbauen, den Kapitän entsprechend schulen. Das heißt, ihr könntet mit dem Kreuzer sogar weiter torpen, als ihr selber aufgeht. Das kann in gewissen Situationen sogar ein kleiner Vorteil sein. Eine einigermaßen vernünftige Brandwahrscheinlichkeit soll das Schiff aktuell auch haben. Wie gesagt, alles super Test, alles subject to change. Und hier haben wir halt einfach mal das Modell. Es sieht typisch russisch aus und aber wieder schön, richtig toll modelliert. Das kann Wargaming ja wirklich, wirklich gut, die Sachen in einem gewissen Stil hier umsetzen, sodass man sich das auch richtig schön angucken kann. Finde ich klasse. Ja, also, das ist die Irian.
Und dann haben wir noch die Lazo oder Lazo, wie auch immer man sie jetzt aussprechen soll. Der russische T-7-Kreuzer, der auf der Schorsch so ein bisschen basiert, ist quasi ein Schwesterschiff der Schorsch. Und ja, so sieht der Dampfer dann aus. Ihr habt hinten vier Türme, hinten zwei Türme, vorne zwei Türme. Und ja, viel mehr kann man dazu jetzt auch noch gar nicht so richtig sagen, weil wie gesagt, wir hatten ja eben schon Änderungen zur Lazo bekannt gegeben, die jetzt in der Entwicklung sind, beziehungsweise im Supertest sind. Auch das Dämpferchen sieht natürlich eigentlich wie so gut wie jedes Schiff bei Wargaming richtig, richtig geil aus. Ich freue mich schon darauf, dann weitere Werte und, zu haben und das Schiff dann irgendwann mal in-game zu sehen, wenn ein Tester oder ein Contributor mit dem Dampfer durch die Gegend fährt. Ja, und das war es auch wieder schon von dieser Flaschenpost. Ich hoffe, es war wieder was Spannendes, was Interessantes für euch dabei. Und wenn dem so ist, empfehlt uns gerne weiter. Lasst einen Daumen nach oben da. Bitte auch gerne ein Abo. Und natürlich, damit ihr kein Video mehr verpasst, die Glocke schön drücken. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Haut rein, macht's gut. Bis dahin, euer Secrets Team, euer Marara. Ciao, ciao. Secrets.